Und willkommen zurück zur Breathage. Und wir müssen dem guten alten Opi die letzte Ehre erweisen. Raus mit dir. He's been caught up in the planet's gravity. How beautiful. Ja, wunderschön. Sieh in meinen Sarg. Dreh um. Wait a second. Sei vorsichtig, da ist eine Neutronenbombe. Oh, seems like reading notes isn't your thing. To be honest, I've no idea what fine you might get for destroying a potentially habitable planet, but I'll be melted down into a toaster. I'll definitely be melted down. What a shame. Or maybe. Can we just forget everything? Activating partial defragmentation of the data. Beep, beep, beep. Defragmentation complete. What happened to this planet? It was like this when we got here, wasn't it? Yes, it was. Okay, then. I don't have a defragmentation function. It's time for us to get out of here and hope we die before the justice system gets to us. Was war das? Hast du es geschafft? Wie bist du dorthin gekommen? Dring der Zerstörung im Universum. Given the circumstances, I'm even more certain that this is another hoax and we shouldn't be distracted by her. Besides, she knows that we blew up the planet. Now we need to focus on activating the accelerating station and getting to the central core to activate the warp acceleration. Wir haben den ganzen Planeten gerade vernichtet. Ich glaube, das spielt gerade alles keine Rolle mehr. Ich finde schön, dass wir hier den Glasboden haben und das sehen können. Finde ich eigentlich richtig geil. Aber wir haben gerade einen Planet gespalten, weil wir den Zettel, den wir unser Leben lang auf der Stirn kleben hatten, nicht umgedreht haben. Obwohl ein Umdrehensymbol drauf ist. Ja nun. Was soll ich dazu sagen? Wo soll ich denn da jetzt hin? Was ist da? Achso, Kabel. Ist da was kaputt? Schlagen. Whatever you did it right. Now you only need to do the same thing to a couple of more places on the wire, and then the small core will be able to power the accelerating station. So, I couldn't decipher the compromising evidence, but I copied its contents so you wouldn't lose them. Now I think it's time for us to sum up everything that happened. Your grandpa was investigating a global conspiracy in Breath Edge, but he died, leaving behind a programmed killer robot with compromising evidence. How shall I put it? You weren't able to find your grandpa's warnings on the note stuck to your own forehead. You took his dead body directly on board of the liner unnamed, which he clearly didn't want to get on. A few hours later, the liner was attacked by the Green Universe, who was tricked by someone and used for that someone's own purposes. The Green Universe, apparently, goofed up, so the liner crashed into an old station and exploded. Then hundreds of coffins got activated, turning into aggressive robots that killed the survivors. Your grandpa also got activated and wanted to pass the compromising evidence on to someone he knew, but died a second time. Now we have this compromising evidence, and the killer robots clearly know about it. Don't you think we're at risk? Wow. Was anderes fällt mir dazu jetzt nicht ein. Es war eine sehr, naja, für eine recht lange Geschichte eine sehr gestauchte Zusammenfassung. Warum ist das andere Teil des Kabels da hinten? Soll ich jetzt wieder... Ne, verbinde den zweiten Knoten. Boah, ich gehe weg davon. Es macht ja gleich richtig heftig Boom, oder? Poke the handy scrapper here. Great, there's one more left. Ja. Ich glaube, hier platzt gleich alles. Ich glaube nicht, dass das so gut ist, was ich hier tue. Nicht mal im Ansatz. You need a handy scrapper here. Ja. Wonderful. You powered the accelerating station somehow, but I don't feel like explaining how. It's time for us to get back to Normandy before more coffins arrive.
Okay. Das war jetzt nur zum Anschmeißen. Wirklich? Und jetzt funktioniert alles? Wirklich? Ist das sicher? So wirklich? The accelerating station is active, so get close to it while I prepare for acceleration. Mhm, wirklich? Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber ich traue dem kein Stück. Ganz ehrlich. Ich habe überhaupt nichts da dafür. Okay. Und hier passt gar nicht mehr so viel rein, wie ich gerade gekriegt habe. So viele Energiekerne. Wow. Und hier passt eh gar nichts mehr rein, ne? Ja. Okay. Ich brauche theoretisch noch eine Kiste. Habe ich noch... da schon mal nicht. Drei habe ich. So, wir bauen noch mal eine Kiste ganz schnell. So. Und so. Sehr schön. So, sonst habe ich ja nichts mehr einstecken, was jetzt... Naja, ein bisschen viel Essen und so, aber... Das ist jetzt nicht wirklich relevant. Dann würde ich auch direkt nochmal was snacken. Und hier und hier, hier. Und noch eine, weil wir es haben. Und das packen wir da rein. Und nun wird es wohl an der Zeit sein, weiterzureisen. Durch dieses nette Portal. Natürlich kommen da nochmal Berge. Ich mach ich nochmal fertig. The next autopilot point has the same coordinates that Babe sent you in the last message. So you call Captain Shepard for help too, since he marked her coordinates? This definitely doesn't bode well for us. Okay. Wo sind die anderen jetzt hin? Die sind despawned? Okay. Das heißt, wir fliegen jetzt zu Babe. Na, mal sehen. I'm ready. Ich speichere nochmal. Warpsprung. All right, let's go. I'll try not to reboot. Der Todesstern. I rebooted anyway. I hate acceleration. We seem to have arrived. However, I have some good news and some bad news for you. The good news is that you've learned to control the steering wheel very well. And the bad news is that you're no longer in control of Normandy. Oh, shit.
It looks like an old magnetic acceleration airlock system, and the autopilot has taken over the control for forced docking. I don't know much about magnetic airlocks, but we probably won't be allowed to disengage without remote clearance for departure. Das ist schlecht. Of course, your interlocutor can't be here. It's the debris of an old space station of the Breath Edge Funerary Agency. We've been in such a station before. No, one thing still bothers my mind. Like, I can imagine you. But how could Captain Shepard have bought into this babe's messages and routed a course here? This is... We have arrived. Weltraumkarte? As I said before, the magnetic acceleration airlock system requires departure clearance. We're stuck in here. Das ist schlecht, oder? Also so richtig schlecht. Also so schlecht, schlecht. Hallo? Yes, now there's no doubt that this is an old magnetic airlock with an active acceleration system. I recognize some of its parts. We'll have to find the airlock control center if we want to leave. Okay. That's fine. Wir werden finden. Container aufbrechen. Ah. Richtige Loot-Container. Ne, das ist ja mal geil. Da lohnt sich ja mein Dings hier noch richtig. Das ist ja schon... eine feine Sache. Was ist das? Luftschleuse-Handbuch. Eine detaillierte Anleitung zur Benutzung der magnetischen Beschleunigungsluftschleuse. Interessant. Jetzt sind die Luftschleusen viel einfacher und separate Beschleunigungsstationen werden für die Anfangsbeschleunigung verwendet. Okay. Achtung, Achtung. Ja, Achtung, wichtig. Genehmigung des Kontrollzentrums ist erforderlich. Mhm. Beschleunigungsmagnet. Luftschleuse. Okay. Vorsicht. Versuchen Sie nicht, sich ohne Erlaubnis des Kontrollzentrums von der MBS abzukoppeln. Das kann zu einer vorzeitigen Halbierung Ihres Schiffs führen. Mhm. Sicherheits... Okay. Vergewissern Sie sich, dass das Andocken abgeschlossen ist, bevor Sie das Fahrzeug verlassen. Wenn Sie die Luftschleuse nicht verlassen können, prüfen Sie, ob die hermetische Tür offen ist. Wenn das nicht der Fall ist, öffnen Sie sie. Versuchen Sie nicht, betrunken in den Weltraum zu fliegen. Wenn die MBS nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich sofort an das Kontrollzentrum. Falls etwas Weltraumschrott in den Andockbereich gelangt, entfernen Sie die Trümmer mit Hilfe der Reinigungsroboter. Natürlich. Mhm. Although the initial acceleration power of this airlock is much lower than that of the weakest modern station, this will be enough for us to fly to the core. Ja. Denke auch. Ah, noch so eine Kiste. Meine Lootgeilheit wird schwer befriedigt. Das ist nicht gut. Nice. Haben wir hier noch was? Nee. Okay. Danke. Hallo? Das sind auch noch Kisten. Also die roten sind es wahrscheinlich. Wie
wie es so ausschaut. Ja. Bin nur nicht sicher, ob mir das wirklich was bringt. Von 120. Na, ein Stückchen können wir ja noch gehen. Hier ist so unendlich ruhig. Ja. Update. Das Windows-Update läuft noch. Now we just need to find the control center and try not to make any noise. Okay. Okay, I guess we can forget about the ladder and just find the control center. Okay. Finde einfach das Kontrollzentrum. Ja, mit leise war jetzt nicht so. We've been to the debris of this station before. I recognize the outdated components manufactured by Breath Edge 50 years ago. Okay. Oh, hier liegen auch Leichen. Shot in the back of the head, about 30 years ago, judging by their mummification. Mhm. Ja, es scheint ein Weilchen näher zu sein. Achso, das ist ein Karton. Dann ist das okay. Ich wollte gerade sagen, die haben das da falsch an die Wand geklebt. Aber nein. Haben sie nicht. I recommend that you be extremely cautious, as somebody may have already discovered us and prepared a cunning trap. Mhm. Als wenn mir das nicht klar ist. Bei diesem Spiel bin ich mittlerweile drauf gefasst, dass definitiv, egal was es ist, irgendwas schief geht. Und das wird sich auch jetzt nicht spontan ändern. Okay. Coffins from the 20s. We've seen similar ones before. Mhm. Die sehen aber noch gut in Schuss aus, immerhin. Wie sieht's aus? 83. Wir können noch ein paar Meter. Lass mich raten, wieder leise. This door doesn't creak. Maybe we'll even manage to sneak in unnoticed. Jo. Oh. The masquerade is over, weak human. Prepare him to interrogation. Prepare with pain. I'm confused. It's not Babe, is it? Well. Mm-hmm. At last, you tell truth. I believe you. Oh, no? But it is not save you. You humans always to ruin everything. Everything went so smoothly. Our creator. Under guise of a cosmic funeral, created an invincible army of robot coffins. Green universe. Needed to stop the liner, we kill all. Capture the core and connect to the great mother station. Power of the core allows our creator
to control grand attack of coffins across the galaxy and take over the power. But humans from Green Universe were not able to execute simplest job and destroy our center with the liner and damage our great mother station. Idiota. Mhm. Und nun? But it does not matter. War already begin. Since you not pass compromising evidence in time, the humans cannot prepare. The main attack will not be centralized without the core, but we are many. And we still capture the world for our creator. And you die. Take away and prepare for disposal. Das finde ich ein bisschen kacke. Hey, it's not time to sleep. Can you feel my electrical zaps? Try to get up. We need to do something. Come on, get up, quietly. Why does it move? Shoot! You didn't prepare it. How do you wake up? You're supposed to lie. Your body must not move. You spoil embalming compound, but it does not matter. Since you are so cling to life, before you die, I want to show you something. Yes, I'll show you this. Was zeigst du mir? And you cannot skip it. Whatever you do, you cannot skip these crawling letters. Press it, quick! Ich drücke. It doesn't work. Does this game have any mechanics at all? Ich glaube nicht. It looks like this was our last chance. I feel sorry it ended like this. It was a pleasure spending time with you. It's time to finish, human. Ah, so that's where it went. To be honest, I thought we were done for good, but I should never underestimate your talent for breaking things. Okay. Okay, we need to get out of this cage. I doubt the hinges on the bars are any stronger than anything you've destroyed before. Okay. Also nicht Ende. Untersuchen. Das ist alles, was von dem lästigen Sargroboter übrig geblieben ist. Oder vielleicht nicht nur das. Ein paar blaue Flecken und ein leichtes Gefühl von Enttäuschung, weil ich sie jetzt nicht mehr rächen kann. Okay. Apparently, there were a lot of critical failures in their brains, holding up without maintenance for so long. It's a mystery how they still functioned. Ich hasse verflixte Roboter. Wurde ich gerade gerettet? Ich, Das geht nicht. Ich zück mal lieber die Waffe. Ich hasse verflixte Roboter. Have we really found the owner of the ship that saved us? The handwriting is identical. It's nothing but fate that brought him here. Ja. Weiß noch nicht, wie das mit der Rakete funktioniert hat. Wenn der doch hier drinnen tot ist. Hallo? Hallo. Komme ich hier irgendwie raus? Kann ich? Ich habe immerhin noch alles. Ja, das funktioniert jetzt nicht so ganz. Und nu? Finde den Ausgang. Ich passe halt hier nicht durch. Thank you.
Hier oben ist ein bisschen Decke kaputt, das ist richtig, aber... Bin ich einfach nur blind? Oder finde ich wirklich keinen Ausgang? Junge, hilf mir mal. Ah. Eins von zwei. Ja, dann dich noch. Okay. Aber hier müssen doch noch mehr sein, oder? We don't know how many of these coffin bots are left here. Ja, genau. Davon gibt's doch mit Sicherheit ein paar. Wenn nicht sogar ein paar mehr. Und ein paar viele. Wow. This is undoubtedly the same ship with the cooling gel that you launched in an unknown direction. Amazing. Okay. The door hasn't been used in 20 years. I don't think we can open it. Das war mir fast klar. Scharnierschmiermittel. Ein Scharnierschmiermittel mit einem Satz absorbierender Tücher. Ich bin mir nicht sicher, wie die Roboter es benutzt haben, aber ich will den Raumanzug nicht danach fragen. Da hast du recht. Das sollten wir lassen. There were clearly some experiments being conducted here. Mhm. I don't know what it is, but it looks like they wanted to pump a couple of liters of embalming fluid into you. Ja, davon hatten sie vielleicht was erwähnt. Okay, hier hinter ist nichts. Nee, sieht nicht so aus. Ja. Die nehme ich mit. Problem ist, jetzt ist mein Rückweg hin. Oder beziehungsweise ich bin jetzt auf dem Rückweg, oder? Reservation capsules. They seem to contain the entire crew of this station. Okay. Aha. Wenn wir raten, die Tür geht nicht auf. It's locked from the inside. Das ist, überrascht mich jetzt. Okay. Wir kriegen das irgendwie hin. Wir raten, die Tür ist auch zu. Aber das sagt das nicht, weil ich schon auf der anderen Seite bin. Das hätte mich jetzt auch echt ein bisschen gewundert. Hä? Warum sind der da falsch rum drin? Ist keiner drin. Nun. Die hier sind richtig rum drin. Die Flüssigkeit läuft aus dem raus. Ja, da wird ordentlich Flüssigkeit durch ihn durchgepumpt, würde ich sagen. Dass der natürlich genau falsch rumsteht, ist... Ist halt Breathage. Okay. Okay, okay. Du
bist auch niemand Besonderes. Du auch nicht. And this one seems to be the capsule for you. How terrible! They preserve corpses right in their spacesuits. I wouldn't want to be stuck here with your body for 40 years. Okay. Mann. Toll. Ich Mann. The equipment is badly damaged. Even gravity has been disabled. At least the oxygen generators are working. By the way, how do you connect to them so quickly and imperceptibly on any debris? This is starting to raise questions. Mm-hmm. Ja. Ich würde sagen, unseren heroischen Ausbruch begehen wir in der nächsten Folge. Aber wir müssen noch zum Kontrollzentrum, ne? Auf jeden Fall. Sonst kriegen wir ja keine Freigabe. Oder haben wir die jetzt, weil die Station vielleicht ein bisschen damaged ist? So ganz, ganz minimal. Ah, ne, das Kabel. Ja, dann würde ich mal sagen, Folgenende. In der nächsten Folge gucken wir mal, wie es ja weitergeht. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich danke vielmals fürs Zuschauen dabei sein. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann und ciao, ciao.